Morning Midgar! Duda von Avalanche! Wir wissen, dass ihr den Pfeiler in die Luft sprengen wollt! Wir von Shinra! Uns macht ihr keine Angst! Verzieht euch gefälligst vom Pfeiler! Jetzt! Na, wie war ich? Gut genug. Das ist doch... Du Supersoldat! Zeig, was du kannst! Renn, 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 renn! Sieht nicht gut aus. Ergib dich, du Zecke! Ihr Ruchlosen, seid chancenlos! Wie in einer schlechten Seifenoper, was? Tut gar nicht mehr weh. Sorry. Ich muss nach oben. Unbedingt. Folg deiner Intuition. Aerith! In der Nähe ist eine Bar, der siebte Himmel. Dort wartet Marlene. Richtig? Keine Sorge. Ich werde sie finden. Bring sie zur Bar, okay? Überlass das mir. Kümmere du dich um die anderen. Siebter Himmel, wir kommen. Wedge, warte! Los, ihr müsst von hier fliehen. Bringt euch in Sicherheit! Wir müssen hier durch. Anders kommen wir nicht zum Wahlmarkt. Schnauze! Der Durchgang ist derzeit gesperrt. Öffnet das Tor! Wir müssen hier durch! Verzieht euch! Wir haben unsere Befehle! Wedge! Ich bin doch echt zu nichts nütze. Das stimmt doch nicht, Wedge. Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ja, ich auch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Oh.
Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr? Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen! Komm schon! Hier lang! Schnell! Hey! Warte! Wedge! Zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite! Ich hole Marlene! Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit! Los! Bitte! Schnell! Bringt euch in Sicherheit! Die Platte stürzt ein! Ihr müsst hier weg! Flieht nach Sektor 5 oder 6! Da seid ihr sicher! Ihr müsst schnell von hier fliehen! Und zwar weit weg! Warte mal! Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt! Noch ist er es. Aber... Die Platte wird einstürzen. Ja. Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los, leitet die Evakuierung ein. Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Gehörst du auch zu Avalanche? Nur eine Freundin. Dann sag doch bitte tiefer, dass ich draußen auf sie warte. Ich muss zum siebten Himmel. Hier ist es nicht sicher. Verschwinde, solange du kannst. Da ist es. Seht mal. Oh nein! Das Ding stürzt ab! Marlene! Feuer! Schnell! Hier lang! Marlene! Das Feuer! Ich muss schnell einen anderen Weg finden! Was war das für eine Explosion? Dort vorne kommt man wohl noch durch! Es muss doch irgendwo einen Weg geben! Das ist sie! Bin weiter! Jetzt beeil dich! Hör auf zu schießen! Eieieiei! Tut weh, was? Aber jetzt müssen wir stark sein. Na los! Nun macht schon! Hier! Los! Hier lang! Schnell! Da vorne! Ich bring dich hin! Gleich haben wir es geschafft. Ein Hubschrauber soll abgestürzt sein. Ja. Wir gehen ganz langsam und vorsichtig. Verdammt, mein Bein! Kannst du dich bewegen? Das ist eine Sorge. Dir passiert nichts. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann schaffen wir es hier raus. Hier ist es zu gefährlich. Wir müssen zum Walmarkt. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Na, ein Glück. Nicht! Dort ist es zu gefährlich! Thank you.
Hey! Bitte! Was passiert denn hier nur? Jetzt ist alles vorbei! Wie konnte ich gleich geschafft? Mein Haus! Bist du lebensmüde? Ja, noch ein verloren. Spart uns Zeit. Und bei euch? Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Ich komme. Du bist Marlene, stimmt's? Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein, deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Oh. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Aber zu Hause ist, wo die Familie ist, nicht? Gehen wir? Du duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Vergiss es nicht. Na komm. Ich bring dich zu meinem Haus. Da habe ich ganz viele Blumen gepflanzt. Darf ich auch welche pflanzen? Natürlich. Was sind denn deine Lieblings... Schluss mit dem Versteckspiel, Aris. So. Oh. Oh.
Also, viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht. Dir passiert nichts, okay? Machen wir einen Handel. Komm schon raus und stell dich! Hm? Dort vorn. Ha? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Ha? Aua! Tiefer! Da bin ich! Was soll das? Das frage ich dich. Und jetzt komm schon. Verdammt! Was war das denn bitte? Ausgerutscht. Wo ist Eris? Ich habe sie zum siebten Himmel geschickt, um Marlene zu holen. Und Veg? Der zeigt ihr den Weg. Gut. Wir können schon rauslassen, oder? Ja. Ja. Nicht jetzt hinter uns! Ihr entkommt uns nicht! Genug! Träumt schön weiter! Verbrennt! Seh dich!
immer noch nicht genug? Entdeckt! Das lasse ich nicht zu! Dir werde ich zeigen! Verbrennung! Das Versteckspiel ist vorbei! Komm raus! Warum gibst du nicht endlich auf? Die Etage unter Kontrolle. Ha? Was treibst du denn? Das sind doch nur kleine Fische. Tja, ich mache mich jetzt an die Aktivierung. Roger. Den Rest überlasse ich euch. Feuerfall! Keine kommen! Los geht's. Genug. Genug. Was muss das machen? Mein Einsatz. Ja. Verschwende.
Ich verbringe meine letzten Minuten also mit dir. Naja, könnte... Du darfst sein. Nicht aufgeben. Lass gut sein. Ich habe mit meinem Sprengsatz so viele Unschuldige getötet. Das nennt man Karma. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Und ich werde es wieder tun. Du Charmeur. Hey, weißt du, Claude, ich dachte wirklich, dass wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Aber da hab ich mich wohl geirrt. Eine Jessie Spezial? Ja, genau. Aber ich kann... Ach nein. Tifa weint ja. Wollt ihr nicht langsam los? Ich fühle mich sonst so beobachtet. Jessie. Tiefer.